Mau, mau, Ja, von Silvester zum mau. Neujahr mit bei dem Oh. EMS-Konvoi. Da war die auch Oh, ich bin dabei. so total süß. Ja. Kennst du Code 3? Okay. Damit Warte. habe ich jetzt nicht gerechnet. Maliko 3? Marley ist gut. Cool, Marley. Du bist süß und cool. Ja! Marley, warst du auf dem Weg zum PD? Willst du einen Burger haben? Ja! Guck mal, warte mal. Ach du Kacke, ist das voll hier. Auch kurz außer Dienst. Dann boxen wir uns. Hallihallo, junge Dame und Hallo. junger Herr, wie kann man Ihnen helfen? Habt eine Nachuntersuchung heute? Eine Nachuntersuchung. Ja. Sind die gerade Gucke von der ich Arbeit mal weg? kurz rein. Ja, willst du machen mal? Ich kann die auch direkt mitnehmen. Frech, Ich okay. weiß doch gar nicht, wer ich bin. Nee. Weiß ich noch nicht. Das ist mein Werk, Werner, mach es nicht kaputt. Ja. Wie, ist das deine Tochter? Nein, Was? aber ich habe operiert. Du hast gesagt, das ist dein Werk. Ja, die Operation. Also davon wusste ich, was mein Vater ist, mein Vater. Also Muss ich da was wissen? Ist die OP-Wunde sein Hallo? Werk? Ja. Nee, also mein Vater lebt nicht mehr, also er kann Nein, ja nicht mein nein, Vater sein. alles Er entspannt, hatte nee. solche zarten Finger. Komm, das ist nicht Ui. Frieda. Schmied besucht. Nee, der kann nicht sein. Ey, wer ist das? Nee, warte, das. Die riecht nach Kokos. Werner, komm runter. Ja, ist gut. Werner, trägst du jetzt ein oder soll ich das machen? Ja, ich brauch den Namen von der Dame. Haben Sie Ich einmal mach schon. Person? Also, wenn er eh weiß, wie scheiße ihr Kollege kann er direkt mich ja mitnehmen. Schon erledigt. Alles Jetzt klar. muss ich aber erstmal gucken, was gemacht werden muss hier. Fädenziehen. Das kann ich dir auch Ach sagen. so. Und Röntgen. Kontrollröntgen von der Schulter, die Schlaufe an der Schulter weg und dann Fäden ziehen. Max kommt gleich. Okay. Rücken und Ja, Kopf. super, Fäden im dass du Kopf, das weißt. Ich hatte schon Fäden am wieder Körper vergessen. und danach, ja, das mit dem Röntgen richtig. Das sieht ja aus wie so ein Spießbraten, den man mit Fäden zusammen macht. Oh, wow. Hat er nicht gesagt. Meinte Kessler. Warum kennst du das? Alter Werner, was geht heute mit dir? Oh mein Gott. Wo ist das Meerschweinchen? Oh, Security, nee, wir haben ein Meerschweinchen hier im Krankenhaus. Ach nein, schon wieder an. Wo ist es? Gary? Will ich schon wieder eingesperrt werden? Ist das irgendwo was hier heißt hier unter dem Put, Put? Wieso reagiert ein Meerschweinchen auf hast du Put, Put gerade und Pfeife? Okay. Ey, warte, es kommt von Ihr hier. beide. Es kommt irgendwo von hier. Ich glaube hier, warte. Ist das irgendwo. da drin? Lass mich mal gucken. Da ist es hergerannt. Da rennt was. Wo steckst du mal den Automaten? Moment, ist er schon Dann wieder ist es weg? aber kein Meerschweinchen, Also, dann ist es eine Rennmaus. wenn's creakt, Oh, jetzt wow. Ich mach ich mal glaube, der rücken. ist unter der wenn's creakt, Maschine. ist es Warte, guck tot. mal. Ah, Lass aber er. Lass er zu dir zu in Ruhe, ja. Was machen Warte, die? Ich guck mal genau. Wir gucken, was Meerschweinchen da was. Was ist das? Ich höre es aber auch, ey. Was? Hat Ist jemand das mal. Hinter, Hat jemand hinter der Körner? Position? Okay, kommen Sie mit, junge Dame. Ja! Was Scheiße. Letztens wollten hier diese Güte mich hier im Body einsperren. Haben sie auch getan. Oh. Mensch, böse Leute. Ja. Immer mit dem Finger drauf. Du, es kann nicht sein. So, Schulter brauchen wir nur, ne? Das ist schon mal gut. Linke Schulter. So, junge Dame, nimm sie einmal Platz. So, dann irgendwas, was Schotten werfen kann. Nee, sieht soweit gut aus. Aber trotzdem alle anderen Sachen. Ich hole mal eben eine Box. Können Sie trotzdem alle Sachen reinlegen, sonst Ew. stören die.
So, alles drin. Ich meine die Bleischürze noch. So. Vorsicht, wird schwer. Mhm. So, und da dran. Und das nochmal. Okay. Wenn was ist, Bescheid sagen, ne? Super, ich hoffe, dass mein Passwort wieder funktioniert. Ja, beim letzten Mal ist der Computer kaputt gegangen und den Rauch aufgegangen. Vielleicht geht es diesmal. So, wer hat denn schon wieder den Computer ausgemacht? Könnt ihr das sich einfach mal anlassen? Mein Gott! Geht doch! Da. Oh, der ist so dann gut, der Werner! Einloggen. Der hat eine, eine in der Waffel. Eieieiei. Und Enter. Hä? Ach so. Ah, ja, gut, ne? Der erzählt, ich muss ja vorher das Passwort eingeben. Nur starten. Oh nee! So. Und funktioniert's jetzt? Bestimmt. Das, ne, Passwort. Also da bin ich schon mal drin. Da bin ich schon mal drin. So weit, so gut. Dann noch. Und einmal Enter. Oh, oh, oh. Okay. Hey, warum riecht das hier schon wieder komisch drin? Und jetzt sag nicht wieder, der raucht schon wieder. Warum geht er nicht mehr an? Ah, scheiße. Dann runter von dem Tisch. Ich werf dich aus dem Fenster raus. Bleib ruhig. Stöpsel abziehen. Jetzt geh doch ab, da Kabel. Ich muss einen anderen Computer nehmen. Da unten ist der Müllcontainer. Ich werf den direkt. Ich guck mal, ob ich treffe. Ich treffe ich da direkt. Und ab unten in den Müllcontainer. Vorsicht, Computer fällt. Oh. Ich glaub, der ist unten angekommen. Oh, ich war das nicht. Die LS-Indienstleitstelle von der LS32 kommen. Benötige einmal einen Student mit einem neuen PC im Röntgen kommen. Scheiße! Warum passiert mir das immer? So eine Kacke! Kacke, verdammte! Ich krieg zu viel! Oh mein Gott, ey! Was soll das denn? Warum geht das denn nicht? Bleib du jetzt der Student? Hallo? Ich muss mir auch noch selber den Computer holen. Kein Verlass auf die Jugend. Ich hab ihn aus dem Fenster in den Container direkt geworfen. Der ist direkt in den Müllcontainer. Nee, hier der andere. Der ist doch direkt schon im Container. Den hab ich schon aus dem Fenster. Kannst du gucken? Es hat so und dann clear gemacht. Mach mal Kabel dran. Und starte das Ding. Jetzt mach hin. Ich muss. Hallo. Hallo, die Dame wartet auf mich. Jetzt mach mal hin.
Ja, das war kaputt. Also muss direkt im Müll. Ah ja, jetzt funktioniert. Oh ja. Super. Super. Oh, ist das geil. Ja. Die Fotos. Warte mal, aus dem Guck. Oh, das ist doch keine Foto, das ist ein... Oh. Wer wird denn da von Hintern gerückt? Oh. Achso. Patientenname. Ach, das von einem anderen Patienten. Ach, das ganz weg. Das war da, wo wir Langeweile hatten, stimmt. Da. Da ist es ja. Was sagt die Leuchte? Okay. Ja. Ist super. Wir waren mit rüber. Gott, nee, ist geil. Hallo. Hola. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich hab's ein bisschen gehört. Ich hatte leichte Probleme gehabt. Ich hab nur gehört, dass die den Computer kaputt gemacht haben. Also passt schon. Ja. Bleischütze weg und die Box mit ihren Sachen, junge Dame. Danke. Ich hab das nur so gering für mich gehört, dass sie hier die Sachen kaputt gemacht haben, aber passt schon, ne? Ja, ja, das ist schon Computer. Und wie sieht's mit meiner Schulter aus? Ja, das ist super. Die hab ich, den Ausdruck habe ich mit dabei, können wir gleich dahinter angucken. Wollen Sie doch bestimmt sehen, oder nicht? Ja, ich hoffe, es ist nicht immer ein Hintern ist, wie die gerade eben sagt, was ein Foto vom Hintern nein, gemacht nein, hat. Nein, nein, ja, nein, ja, das war doch von dem Kollegen. Ah ja, Ja, jetzt ernsthaft. Das habe ich gefunden, das... Ich werde schon wieder angeschrien. Ich bin sensibel. Wenn das jetzt hier auch... Nein. Oh, nochmal Glück gehabt. Dann nehmen Sie Platz, setzen Sie sich gerne hin, gemütlich. Ich nehme meine Käppi ab, weil das man am Kopf ja, wäre vielleicht besser. So, jetzt muss ich mal kurz... Das mit den Eintragen geht mal auf die Nerven. Wie? Hä? Nein, ich bin nicht Status 2. Was soll das? Aber ich habe das ja auch die richtige Akte haben. Emilia Costa. Ja, habe ich. Sicher, soll ich Ihnen nochmal meinen Ausweis zeigen? Nein, nein, alles gut, das konnte ich mir doch merken. Der Schmied hat mir schon gesagt, wie das geht. Echt? Super. Ja. So, ja, einmal. Mir was zum Bild aufhängen. Nee, da muss ich. Ich nehme eine Lampe und dann gucken wir uns das eben an. So, wo? Ist das Richtige? Ja, war das Richtige. So, dann leuchte ich mal mit der Lampe. Leuchte ich mal dahinter. Kann man ein bisschen was durcherkennen, ne? Da vorne war die Beschädigung. Das sieht man, weil die Dunkelheit vom Bild anders ist gegenüber den anderen. Das ist, dass er halt in der neuen Heilungsphase ist, ne? Ist aber so weit, dass wir alles so weit abnehmen können. Ist ja super. Corsage bzw. Stütz kann ab. Und ja, und die Fähnchen, na klar. Ich kann mich auch selber ziehen, ist auch kein Problem. Naja, ja, im Kopf wird ein bisschen schwierig. Spiegel hilft, oder? Was ist los? Machen Sie bloß keine Fehler, nicht, dass Sie mir jetzt noch wehtun. Nein, das würde ich doch nie machen. Oh ne, da kriege ich Ärger von Kevin. Steht Kevin in den Notfallkontakten drin. Ja, aber mein Freund steht, das müsste eigentlich das erste drin stehen, John Forrest.
Oh, da krieg ich ja doppelt Ärger. Ja. Oh, oh, oh. Gar nicht gut. Oder dreifach Ärger, weil noch ein Martin Ross mit drin stehen müsste. Ach du, ja. Stimmt. Richtig. Genau. Mal gucken wir uns das mal an der Stirn an. Da. Ich nehme dir mal nochmal die Brille ab, ja? Ja. Vorsicht. Ich leg sie mal zur Seite. Super, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Ja. Dann muss ich mal kurz das Pflaster abmachen. So, langsam. Oh, da waren ein paar Jährchen mit bei. Eieiei. Entschuldigung. Alles gut, hat noch ein bisschen gezogen. Echt? Also ich puste. Nee, passt schon, passt schon. Okay. Kann ein bisschen sein, dass so ein bisschen Knoblauch dabei ist. Aber sollte nicht ganz so schlimm sein. Oh, es geht. Super, dann hole ich mal eben also ein Desinfektionsmittel, ne? Damit das ein bisschen mehr flutscht. So, dann hole ich das. Was wollte ich noch sagen? Das klingt falsch. Was klingt falsch? Das, damit ihr es besser flutscht und so. Wow. Ich muss raus. Okay, ganz schnell los. Machen wir doch mit der Schere. Nee, Skype, kommen wir da relativ. Machen wir mit Skype so. Aufpacken aber. Ja, klar, mache ich immer. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Okay. Ja, ich mache das schon so ein bisschen länger. Sicher? Ja, also glaube ich. So mal eben mit dem Tupfer über den Augen halten, damit nichts ins Auge kommt. Augen bitte zumachen. Dann können wir da mal anfangen. So. Eins. Bitte. Ja, nochmal. Der ist aber ganz schön fest. Drei. Der war ganz schön eingewachsen schon. Und die ein vier. Ein bisschen gezogen, nur ein bisschen. Und die fünf. Super. Ab aus Tablet damit. So, geh doch ab, du blöder Faden. So. Das sieht auch gut aus, junge Dame. Dann können wir schon mal. Können wir da schon mal die Schlaufe ablegen? So. Vorsicht, junge Dame. Die können wir einfach durchschneiden. Die Schere, die habe ich doch hier irgendwo da. So. Super. Das sieht schon mal gut aus. Sind das auch da drauf? Super. So, dann gucken wir uns das mal an. Dann muss ich mal kurz gucken. Was müssen wir noch machen? Und das war einmal noch. Am Oberkörper, da waren glaube ich 8 Stück. Achso, da wurde gleichzeitig die Titanplatten wurden ja entfernt, ne? Richtig. Rippenbereich seitlich. Okay. Junge Dame. Ja. Da müssen Sie sich einmal hinlegen. Alles klar. So. Warte, ich leg mich am besten anders an, weil seine rechten Brille war. So, immer in Fahrtrichtung. So. Vorsicht, ich muss da mal kurz ihr Shirt ein bisschen weiter hochziehen, ja? Oder es sieht am besten aus, wenn das einfacher geht. Ja. Und sonst, wie war der Tag so? Bin eben jetzt aus der Bude rausgekommen. Okay. Wunderbar. Also noch nicht allzu viel passiert. Noch nicht. Okay, dann das Pflaster. So. So. Das ist aber auch ein großes Ding gewesen. Weil ich mir selber mal die Rippe gebrochen habe. Ja, hatte schon mal einen auf Mount Chiliad, der hat einen Rippenbruch gehabt. Auf Mount Chiliad.
Da hab ich mir nur meinen Fuß verstaucht. Mensch, Pechvogel. Ja. Ja. Und nochmal. Und da ist noch einer. Ja, so ist das halt immer, ne? Mhm. Ich habe immer Talent dafür, dass mir Leute mit dem Auto über den Fuß fallen. Das ist auch nicht so gut. Die fahren dann immer zu schnell oder fahren teilweise so langsam dran her, dass sie sehen, dass ich über die Straße laufe und dann trotzdem weiterfahren. Tja, gibt's mehr Idioten. Ja, das ist richtig. Ja, noch einer. Und Nummer 8. So. Und es ist mal an. Ja gut, das durch den Zucken ist jetzt leicht gerötet. Wundränder sehen gut aus. Hat's gejuckt die letzten Tage oder ging? Hat ein bisschen oder gejuckt, aber ich bin nicht dran bisschen gegangen. Gejuckt, ja. Das ist super, ja gut. Infiziert hat sich das jetzt nicht, ne? Sagt der Jodsalbe. Ah, dann wären wir eigentlich auch fertig. Dann ziehe ich ihr Oberteil wieder weiter runter. So, weiß ich nicht. So. Super, junge Dame. Dann wären wir auch schon fertig. Habe ich schon eine Rechnung zu bezahlen oder eher nicht? Ich weiß es ja nicht, weil ihr Kollege meinte ja letztens, dass ich noch bezahlen müsste. Ja, wegen der Nachuntersuchung. Ich finde das auch irrsinnig, aber... machen wir das so? Ach du Scheiße, wie teuer ist das? Wie teuer ist das? Macht 650 Dollar. Was geht doch? So nicht ja, teuer. Ja, ich hole mal kurz das Kartendings. So, Kartenlesegerät. So, junge Dame. Ist doch gar nicht teuer, 600 Dollar. Geht super. Haben wir Karte drauf und mit Grün bestätigen. So. Vorgang wird verarbeitet. Zahlung erfolgreich. Super. Alles das klar. Hat funktioniert. Dann tun wir das wieder dahin. So. Und kurz das Besteck da noch weg mit den Faden da rein und den Verband und den Pflaster. So, und den Rest legen wir wieder dahin. Da können sich dann die Azubis drum kümmern. So. Super, dann wären wir fertig, junge Dame. Alles klar. Dann folgen Sie mir unauffällig raus. Obwohl, Sie kennen sich doch bestimmt schon aus. Ja. Okay, super. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Achso, na dann. Hier ist irgend so ein Wildtier. Ich weiß nicht. Ein Wildtier, achso. Ja. Oh, wow. Ja, so okay, ich wünsche gute Besserung. Ja, danke. Man sieht es gut. Tschüss. Ciao. Jesse. Ja, guck allgemein mal kurz durch. Das ist ein Tanky Top. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt kann ich wissen. Was wollen die denn jetzt? die wollen was von uns? Ja, vielleicht haben die genau dasselbe Problem mit Kevin sein Auto wie ich. Ich geh mal fragen. Hä, warum? Hola, kann man irgendwie helfen? Einen wunderschönen. Ja, Keller Sheriff Department, einen wunderschönen. Hi Karl, was geht? Hi Ingo. Oh wow. Hi Stone. Okay, ich glaube der Jugular ist es nicht, aber wir müssen nicht. Einfach jetzt aus, trotzdem ja. Einfach jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen. Trotzdem mal Auto durchsuchen. Ich rufe zurück. Roten Jugular. Wollt ihr? Okay. Ich glaube das steht komisch, Kevin. Ingo, komm mal mit. Holla. Was denn? Wir haben nichts gemacht. Wir sind nur im Shop für Kevin. Ja, schwieriges Auto gerade.
wir waren nur für Kevin und Clyde gerade Klamotten am Shoppen für die Insel. Steht hier vorm Weißen, ne? Ja, ich sag mal so, schwierige Autofarbe gerade. Mit Modell. Oh. Ah, ich geh mir. Uiuiui, das Auto. Ich hoffe, dass er nichts dabei hat. Eine Pistole. Ja, Knarren und so. Ja gut, das ist normal. Wir suchen was anderes. Und dann bei den Herren und Damen einmal noch Personenkontrolle durchführen, die Personen durchsuchen und dann sind wir wieder durch. Soll ich mir meinen Ausweis geben? Ich bin befangen. Ja, du musst sagen, dass du nicht darfst. Kann mal irgendein Kollege die Dame übernehmen? Ich bin befangen. Caro genauso. Ja komm, dass sich keiner freiwillig meldet. Ja, hallo, ich bin befangen, das ist meine Freundin. Hallo. Ja, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Nee, alles in Ordnung. Meiner Linken ist Marley, grüezi. Hallo Marley, kennst mich noch? Ja, ne? Hab dir letzten Burger gegeben, ne? Die Sechser ist das. Feiner Marley. Ja, warte mal. Warte mal. Ja, sag dir mal kurz. Hallo, hi. Na. Unsere steht hier um die Ecke. Ich hab leider keinen Burger für dich und eine Suppe kann ich dir auch nicht anbieten, Marley. Es geht leider nicht. Dann müsste ich einmal kurz durchsuchen, wenn das in Ordnung ist. Ja, Logo, ich hab eh nichts dabei, außer vom Essen, Schlüssel. Untergeordnet. So viele Sheriffs. Ja, ungewohnt, ne? Ja, perfekt. Also, was brauchen so viele Sheriffs? Alles klar, kannst du ihn wieder runternehmen. Scheiße, da wollte alles klar, dann danke für die Kooperation und entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Alles gut. Ihr macht ja nur euren Job, ne? Ist ja klar. Wir wollen doch nur unser PD. Was soll ich denn machen? Das ist Marley. Der rote Jugula beim Mission Row PD ist Code 4. Keine Sache. Ja, ich bin später, Ingo. Ruf dann nachher an, ne? Ja. Ach, ich muss auch schicksen worden. Oh, Marley. Darf ich den Marley behalten? Ich finde ihn so süß. Marley ist. Salut, ne? Marley Code 3? Unser, ah, wir haben übrigens Marley was Neues beigebracht. Was könnte Marley jetzt? Marley, can I get a... Was soll das denn sein? Oh, wow. Can I get a... Ah ja. Ah ja. Weißt du, was Marley Code 3 kann? Ich weiß nur, dass Marley, als wir den EMS-Konvoi gemacht hatten, zu Silvester ganz komische Geräusche gemacht hat. So Marley, dann... Lass uns mal weiter. Hat sich angehört wie ein Stern. Ciao, Marley, wir sehen uns. Ich schau mal meinen Bett ab. Winke, winke. Man hört sich. Such den Fisch.